Samana und die anderen haben die Ehre. Ich habe jetzt einfach gedacht, leck mir am Arsch, ich nehme jetzt das Handy in die Hand und starte jetzt einfach mal wieder einen YouTube-Vlog, weil sonst wird das nie wieder was. Sorry für die lange Abstinenz. Danke an die, die mir trotzdem treu geblieben haben. Ja, und jetzt zwar nicht aus Thailand, aus dem tiefsten Niederbayern, hier in Velden an der Vils, machen wir jetzt einfach weiter, würde ich sagen. Velden an der Vils, das ist mein Elternhaus, da stehe ich gerade, da bin ich aufgewachsen. Kurz bevor ich nach Thailand gegangen bin, habe ich in Rosenheim gelebt. Ich habe in Kufstor studiert und Rosenheim war damals echt auch viel los, was Bodybuilding angeht. Ich habe damals seit 10 Jahren schon mit der Dr. Martina Olesch zusammengearbeitet, die natürlich auch da unten in dem Gau wohnt und deshalb hat es mich da runter verschlagen. Total geile Gegend, ich war erst gestern wieder mit dem Auto da und mit den Bergen und so weiter, das ist jetzt schon ein absolut heftiges Lebensgefühl. Jetzt möchte ich nicht nur mal anschmerzen, wir sind jetzt einen Tag vor der FIBO, also 2 Tage. Heute ist Dienstag, ich fahre morgen schon nach Köln hoch, bin dann für euch alle 4 Tage da vor Ort, aber um das geht es jetzt gar nicht, sondern jetzt zeige ich euch, was ich gerade koche. Ich koche nämlich gerade das Essen vor für jetzt und für die nächsten Tag. Ihr wisst, ich habe einige Unverträglichkeiten, das ist für mich immer nicht so einfach, selbst wenn von den Sponsoren teilweise das Essen gesteuert wird, irgendwelche vorgefertigten Mahlzeiten, wenn da Gewürze drin haben, wenn da Gluten drin ist, wenn da Laktose drin ist, dann können sie nicht essen. Und deshalb habe ich mein Leben dahingehend einfach adaptiert, dass ich mir mein Essen immer vorbereite. Ja, Vorbereitung ist die halbe Miete im Leben, vor allem wenn du sowas wie Unverträglichkeiten hast. On top vom Bodybuilding, dann ist es eigentlich unausweichlich. Ja, das zeige ich auch noch. Das ist mein alter Camaro. Ich war damals mit meinem Vater in Amerika, haben wir einen Roadtrip gemacht. Mein Leben noch nicht, da war ich noch nicht selbstständig, da war ich ein bisschen unbeschwerter. Da war ich mit dem Kameraden hier, der kriegt gerade hier einen Fisch, den zeige ich auch gleich. War ich in Amerika und da haben wir damals einen Dodge Challenger gefahren. Da habe ich gesagt, leck mir mal, das ist so ein geiles Lebensgefühl. Mir waren materielle Sachen in meinem Leben nie wirklich wichtig, aber das hat mir einfach so ein cooles Gefühl gegeben. Und deswegen haben wir die Kisten gekauft. Und deswegen steht die immer noch da, weil die hat seitdem nicht am Wert verloren. Das ist ein 2015er Baujahr, ein Camaro SS. Ich glaube, der hat so 400 PS oder sowas. Der geht schon gut, aber genauso gut wie er geht, sauft er. Also eigentlich sauft er verhältnismäßig viel für das, wie der geht. Ja, also wenn ich langsam fahre, brauche ich so circa 13 Liter ungefähr. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, gell? Aber das ist schon eine brutale Kiste. Jetzt muss ich schauen, dass ich meine Nummern, mein Kennzeichen abfüllen. Kennzeichen ist momentan, das muss ich wieder fahren ohne Schuhe sein. Jetzt nicht, dass wieder irgendwie selbsternannte Polizisten daherkommen. Das ist da ein bisschen blöd fahren, weißt du schon, mit der Biegung. Das heißt, ich muss mir da eine Nummer dafür kaufen, einen Halter und dann kann ich das wieder fahren ohne, wie soll ich sagen, dann kann ich es wieder fahren ohne tackern. Schau, seitdem ich daheim bin, muss ich echt sagen, genieße es übelst immer. Also zum einen mal, ich versuche immer drin zu vermeiden, dass ich zu viel koche, weil irgendwann kriege natürlich meine Eltern einen Vogel, wenn ich die ganze Zeit drin die Küche belage. Deswegen habe ich gedacht, hey, pass auf, Papp, baue mir sauber einen Grill auf. Jetzt mache ich hier einfach immer sauber die Meal Prep. Stelle mich da raus, habe ein bisschen Frischluft. Was machen wir da? Fisch garen hier ist für mich immer, ich muss sagen, Fisch ist was, was ich einfach am einfachsten verdau. Ich merke das einfach, wenn ich viel Fisch esse, ist meine Verdauung immer on point. Deswegen versuche ich eigentlich so oft wie es geht Fisch in meine Ernährung zu integrieren. Du hast hier meistens vorgaren und du hast dann nochmal kurz scharf anbraten oder in die Heißluftfritteuse machen. Dann hier haben wir eine Leber. Ja, das ist was, was eigentlich die meisten mit Sicherheit nicht gern essen. Ich esse auch nicht so gern, aber die ist einfach so voller Mikronährstoffe oder voller Nährstoffe im Allgemeinen. B-Vitamine, Zink, vor allem viel Eisen, D-Vitamin. Und ihr wisst ja mal, schaut mal das alte Video, ich habe einmal ein Problem gehabt mit Hämorrhoiden, das auch durch die Unverträglichkeiten basierend ausgelöst wurde. Und da war ich damals fast verblutet, weil ich so lange Hämorrhoiden gehabt habe, bin jetzt zum Doktor gegangen, habe natürlich immer Blut im Stuhl gehabt. Sorry, ich hoffe jetzt, ich esse nebenbei, ja, aber es ist eher eine schlechte Kombi, Rinderleber und über Hämorrhoiden reden. Aber dann hab mir der Doktor irgendwann gesagt, hey, Alter, iss doch eine Rinderleber, weil die hat die Nährstoffe drin, die du aktuell durch den hohen Blutverlust verlierst. Und dann habe ich mir das mir angeschaut und gedacht, leck mich doch am Arsch, wie kann das sowas so viele Nährstoffe enthalten? Und seitdem frisst ich die Rinderleber. So schaut's aus. So, das ist mein Papp. Habe die Ehre. Kriegst du ein bisschen Gas. Was? Die letzte Bräune kriegst du noch. Er grillt immer einen Fisch. Er macht's gern, ich freue mich, weil es gibt nichts besseres als Steckerfisch. Auf dem Volksfest kostet der Scheißdreck immer 12, 13 Euro. Ja. Na, was kostet hier? Was kostet? Ja, einer vielleicht 4,50, 5 Euro. 4,50, 5 Euro. Und die haben, wie gesagt, vor 2,5 Stunden haben sie geschwommen. Ohne Scheiß. Ehrlich, ja, die haben ganz viel. Na, er holt das immer hier ab. Von Hofer. Vom Hofer. Hofer Fischzucht. Hofer Fischzucht in Velden. Also ja. Deine Empfehlung, oder? Meine Empfehlung. Normal macht immer Forelle, das ist jetzt ein Saibling. Und Saibling, also ich meine, beides ist relativ fettfrei. Vor allem, wenn du es ringer grillst, dann schmeckst du es auch raus, dass Fett nur mehr rausgeht. Ja. Und der Vorteil ist halt da immer bei der Saibling, dass die Maserung, kann man das sagen, Muskelfleisch ja, ist noch ein bisschen feiner. Fleisch ist ein bisschen. Und dann passt die Geschichte. Bei mir tut er immer keine Gewürze auf, weil sonst da ich wieder nächsten scheißen kriegen. Fisch werden wir beim Hofer umsonst kriegen. Hofer umsonst. Also, da kriegst du jetzt ein Jahres-Abo kriegst du jetzt da, hoffentlich. Da krieg ich ja 10er-Karten.
ist nur Ufer, da läuft das Wasser, da muss ich noch einen Stoppschleif an. Da eigentlich mit Mam hat der Papp das rausgetragen, damit Mam da ihre Bärme einpflanzt. Da habe ich gesagt, warte mal, ich vermisse das in Thailand brutal. Ihr wartet jetzt so zwei Wochen, ich hau da jetzt ein Eis rein und ein Wasser und dann mache ich in der Früh halt mein Eisbad. Deshalb steht das hier da. Dann wird es ein Kräutergarten. Kräutergarten, das wartet aber ein bisschen. Ja. Welche Kräuter? Jetzt kannst du die Mariana abpflanzen. Ja, drei Pflanzen jeder. Das deutsche Gesetz sagt, ja, die haben drei daheim, meine Frau, aber ich darf meiner Frau seine Tränen gießen. Ja. Willkommen in Deutschland, oder? Super. Habe ich die. Ja, ich zeige euch jetzt mal hier, was es so ausschaut. Ich meine, jeder, der vorbeikommen möchte, möchte mir das irgendwas berauben, dann soll ich es machen und wird hoffentlich seines Lebens nicht mehr glücklich. Da, schaut's her, so schaut's aus da. Wunderschön, wunderschön auf dem Land. Oben wohnt mein Bruder hat eine eigene Zimmerei. Der ist 25, brutal aufgestellt, 4-5 Angestellte, ohne Scheiße. Also wenn du irgendwo Zimmereiarbeiten brauchst, Florian Marschberger, das ist die Adresse, ich schwör's. Und weil wir gerade bei der Werbung sind, jetzt wissen ja einige schon, dass ich bei Young L.A. bin. Ich mach das weiter, weil das ein Jose Marken war. Ich mach das für mich auf meine Weise weiter. Natürlich ist das alles nicht so einfach. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der unglaublich viel Reichweite hat. Ich bin sicher nicht der jetzt die Audience übelste Model orientiert ist, sondern eher früher nur durchs Bodybuilding. Das Ganze mit den Videos und so, das kostet mir auch immer Haufen Arbeit und ich mach's so gern, weil ich oftmals, ich triff live von euch und die geben mir so ein geisteskrank geiles Feedback, ja. Haben wir mir Strenger gefangen, haben wir mir Gewicht verloren oder sagen einfach nur, sie haben eine Freude, so zum Schauen. Aber natürlich kostet es auch brutal viel Zeit und Geld. Weißt du, wie ich mein? Ihr tat's mir einen unglaublichen Gefallen da, wenn ihr bei Young L.A. einkauft, nehmt einfach meinen Code Sepp hier. Ich werde davon nicht reich, bleibe nicht arm, aber es macht mir deutlich einfacher, so Sachen ein bisschen zu pushen, weil ich nicht diesen finanziellen Druck dahinter verspüre, beziehungsweise da eine gewisse Leichtigkeit reinkomme. Wenn ihr was bestellt, schickt mir einen Screenshot, ich möchte mich bei euch bedanken. Die Sachen sind wirklich brutal, ohne Scheiß. Ich habe immer XXL bei den Oberteile und XL bei den Hosen und bei den Shorts. Tendenziell bei den Oberteile immer noch mal größer. Ja. Da übrigens, gell, fette Goldketten. Ich habe vergessen, dass ich in Deutschland bin. Die letzten Tage habe ich schon ein paar Blicke geerntet, weil ich mir gedacht habe, ihr zieht einer, weißt du, wie man. Ich denke über sowas gar nicht nach. Oder letztes Mal bin ich mit dem Auto gefahren und habe darüber geredet, dass ich einen Samson Dauda mit dem Babsam X5 abholen muss, weil ich den Camaro nicht rein bin. Da schreibt man drunter, mein Gott, muss man hier die Automarke nennen? Ich denke so, Alter, ich habe vergessen, dass ich in Deutschland bin. Entspannt euch alle mal, ohne Scheiß. In Thailand, das ist die Hitzung, da geben die Leute einen Fick drauf, was du hast. Ob du eine Rolex tragst, ob die gefälscht, ob die echt ist, ob du originale Nike tragst, ob du keine Nike hast, ob du überhaupt gar nichts anhast, ob du Knocker drumherum laufst, die interessiert es nicht. Und genauso interessiert es mich auch nicht. Also ich bin wirklich jemand, materielle Sachen, das ist mir schon komplett scheißegal, weil das bestimmt wirklich sehr wenig oder sagt wenig von Menschen aus, oder? Und darauf sollte man sich auch wirklich nicht seinen Charakter aufbauen, auf materielle Sachen. Wir essen jetzt und ich weiß nicht, wann ich wieder mit, aber wahrscheinlich dann auf dem Weg zur FIBO. Kurz die Fix, das soll ich lauter Schmatzen die Leber vergessen. Eieieiei. Der ist aber da müssen. Das verbrennte Stickel ist du. Ja. Du schreibst sowieso, dass der Leber ist. So, so schaut's aus. Die Leber ist leider verbrennt. Der Fisch ist durch. Und hier haben wir noch Hühnersuppen. Ihr seht es, ab und zu ist ich so. Glaubt mir's, ich hab 10 Jahre stumpf nach Plan gegessen. Also zu meinen, wie soll ich sagen, intensiveren Bodybuilding-Jahre. Aber irgendwann, wenn das Ganze für dich mehr Zwang anfühlt als Freude, ist es wahrscheinlich schwierig, das langfristig wirklich so umzusetzen. Weißt du, wie man? Und dann kann ich nur sagen, da gibt's Wege, wie du das Ganze so in dein Leben integrierst, dass das nicht immer stumpf nach Plan ablaufen muss. Das machen wir halt auch bei unseren Klienten oder beim Coaching. Es kommt halt aufs Mealtiming drauf an. Du kannst relativ Freestyle essen, also Freestyle in Bezug auf nicht vorpräparierte Mahlzeiten, wenn du weißt, was du wann zu welchem Zeitpunkt isst. Oder sagen wir mal, welches Essen du in welcher Menge, in welcher Verfügbarkeit, in welcher Form, zu welchem Tageszeitpunkt angepasst an deinen Tagesablauf hinsichtlich Training, Aufsteh, Schlafenszeit und so weiter. Wenn du das weißt, dann kannst du relativ frei essen, ohne das Ganze immer vorzuplanen. Ob es dann für den einen oder anderen einfacher ist, sei dahingestellt. Für den einen oder anderen macht es das Ganze womöglich eventuell komplizierter. Die meisten Klienten, mit denen ich arbeite ich teilweise schon Jahre zusammen und habe da mit denen beides ausprobiert. Weil wie findet man oftmals in seinem Leben die Mitte, wenn man beide Extreme ausprobiert? Dann weiß man oftmals, ist vielleicht das eine extrem gut für den anderen oder ist vielleicht wirklich die Mitte. Und findet man dann eine gute, individuell ausgerichtete, für sich stimmige Mitte, das Ganze umzusetzen. Ist klar, jetzt habe ich nur geschmatzt, jetzt bin ich nur geschmatzt, ist der Fisch geholt. Habe ich die Ehre. Jetzt geht's dann gleich auf zur FIBO. Ich habe jetzt noch Haxen drin in der Früh, das habe ich gestern noch mal geschafft. Und jetzt mache ich gerade mein Essen fertig. Wie immer gibt's nur Fisch. Also ich meine, die haben mit Sicherheit da was zum Essen. Aber mein Problem ist ja immer, dass ich das alles nicht vertrage oder viel Unverträglichkeiten habe. Und das riskiere ich sicher nicht auf einer FIBO, wo ich dann mit 2-3 Euro Bauch übereinander laufe. Deswegen wird jetzt ganz einfach Mirs hergerichtet. Hier sind die ganzen Supplemente drin. Und dann passt die Gaudi. Da schaut sich mein Elektriker als Papphut. Da kriegt man sogar einen eigenen Kühlschrank und Stromversorgung 230 Volt. Eine Stromversorgung mit 230 Volt. Aha,
Da geht mir kein Akku leer diesmal. Da schaut der Papa probiert die Angeljacke noch. Das haben wir schon passt. Die ist schon gut. Die gehört aber ein bisschen kürzer. Da wächst sie schon. Ab nächste Woche reduzieren wir Kalorien. Muss jetzt, wenn es denn da ist, ein bisschen was aufgefressen. Ja. So ist sie drauf. Da kann ich nichts hab nicht. Das sind die Bauern. Eigentlich die Negertricks sagen. Neger darf man nicht mehr sagen. Das sagen nein, wir Bauern. Ja, darf ich nicht sagen. Was? Hau bloß ab, Alter. Ich möchte jetzt sagen, dass ich ein Katzenhasser bin, aber ich mag es auf jeden Fall nicht. Hassen da mal nichts im Leben, aber mögen da mal es nicht. Weil Katzen sind einfach undankbare Viecher. Die kommen immer nur her, wenn sie was zum Fressen brauchen und wenn sie was zum Fressen haben, dann hauen sie da ab. Egoisten. Und Egoisten gibt es schon genug in der Welt, brauchen wir den Viecher auch als Egoisten. Also, ab jetzt. Und schau eine Maus. So, hier gibt es das Frühstücksbuffet, muss ich mir immer ziemlich hüten oder aufpassen, weil Laktose- und Glutenunverträglichkeit ist immer gar nicht so einfach. Die Dame hat mir jetzt gerade angeboten, hier einen Cappuccino mit einer Almondmilch zu machen. Das geht immer. Normale Milch war für mich tödlich. Dann war die Fieber am ersten Tag schon gelaufen. Oats und sowas geht auch schwer, aber ich habe immer meinen Eiweißpulver dabei. Ja, und im Notfall trinke ich einfach einen Eiweißshake mit Almondmilch oder Wasser. Das ist immer the worst case. Also natürlich mit den Unverträglichkeiten habe ich mir das noch expliziter, wie soll ich sagen, vornehmen müssen, dass ich immer prepared bin. Aber wenn ihr so auch keine Unverträglichkeiten habt, ich sag's euch, wenn ihr immer als Eiweißpulver dabei habt, einfach so kleine 1-2 Portionen und dann habt ihr immer im Notfall irgendwas, wo ihr diätbezogen bei euch integrieren könnt. Weißt du, jemand? Jetzt zum Beispiel gehe ich her am Frühstücksbuffet, okay, ja, jetzt friese ich nicht das Granola oder friese ich nicht den fetten Käse, sondern hol mir vielleicht einfach ein Toastbrot mit Schinken oder bestenfalls nimm mir die Oats, nimm mir ein bisschen an Joghurt, wenn er fettarm ist, je nachdem, in welcher Phase der Diät ich bin oder Aufbauphase, und misch einfach mal Eiweißpulver rein und nimm ein paar Früchte mit rein. Ist alles nicht so schwer. Ich sag, man muss einfach immer nur wissen, was man essen darf, was man essen kann und das dann einfach entsprechend integrieren. Ja, warum sage ich euch das? Das mit den Unverträglichkeiten hat mir natürlich mein Leben am Anfang schon sehr erschwert. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Das Einzige, was jetzt für mich schlimm ist, ist, wenn ich irgendwo unterwegs bin und Leute sagen so, oh, Sebastian, du darfst ja nichts essen, oh, probier doch das einmal. Ich sage, ich kann es nicht probieren. Ja, ein bisschen. Was ein bisschen? Wenn man Glutenunverträglichkeit ist, ein bisschen vom Brot beißen, aber genauso gescheißen, wenn man mehr vom Brot beißt, weißt du, ich mein? Das ist die einzigste Erschwernis, die ich noch habe. Deswegen gehe ich ungern auswärts essen, weil es für mich anstrengend ist, den Kellner, dem Restaurant zu erklären, welche Unverträglichkeiten ich habe. Ich fühle mich oft dann, als würde ich, den ich halt auf den Sack gehe, zur Last fallen. Anders in Thailand, da ist das oft einmal ein bisschen stressfrei. Was ich damit sagen möchte, ist, es gibt immer Wege, weißt du, ich mein? Und oftmals sind diese ganzen, zum Beispiel in der Früh, brauchen Kaffee in der Milch. Das sind oftmals Gedankenmuster, die man sich über Jahre eingeprägt hat. Das ist so, dass du keinen Kaffee in der Milch in der Früh brauchst. Das spricht nichts gegen Kaffee in der Milch, gell? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und genauso wie immer hast du durch Schmerz, durch Zwang abtrainieren müssen, Laktose und Gluten zu essen, weil immer wenn ich es gemacht habe, im Mund weg. Genauso kannst du dir gewisse Sachen abtrainieren, die du in deiner Routine, in deiner alltäglichen integriert hast, die wo aber einfach dazu führen, dass du vielleicht nicht gesund lebst, dass du vielleicht nicht die Form erreichst, die du dir wünschst. Das sind oftmals einfach nur Gedankenmuster. Das heißt nicht, dass du Reis, Händel und Brokkoli isst. Jeder, der bei uns im Coaching ist, jeder, der bei mir betreut wird, weiß, dass meine Pläne sehr variantenreich sind. Es gibt nahezu kein Lebensmittel, das ich nicht in die Ernährung aufnehmen würde oder was wir nicht aufnehmen können. Es ist nur immer die Frage, wann wir es essen, in welcher Menge. Aber es gibt grundsätzlich kein schlechtes Lebensmittel. Es gibt verarbeitete, unverarbeitete Lebensmittel. Es gibt andere, verschiedene Klassifizierungen, die ein bisschen das Lebensmittel schlechter oder besser machen. Aber es gibt kein schlechtes Lebensmittel, das man absolut in die Ernährung integrieren kann. Wenn du was ändern möchtest, ich habe auch schon Phasen im Leben gehabt, da ist mir so was schwerer gefallen, ich habe es nicht hingekriegt. Aber wenn du es ändern möchtest, reißt du zusammen und dann funktioniert das auch. Also, ich denke nur an dir. Ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt kommt der erste Hinweis im Kruzifix. Ihr seid brutal, Alter, ohne Scheiße. Sie hart zu schätzen. Thailand habe ich vermisst. Zwei Wochen hast du auch noch mit den Sack gefressen, glaube ich, wo ich zum Schluss gekriegt habe. Ich habe nur was für dich. Ich war nicht auf so kalt. Du bist ja Depper. Leider kein Schinger. Das Beutel hat er damals gemacht. Da war in Koh Phi Phi in Thailand. Da hat er die Schwester gemacht. Mana, ja, Digga, euch zwei, Kasper, war ich wieder mit YouTube weiter. Ja. Nein, die haben ein brutales Beutel gemalt. Und das sind die Momente, glaube ich, die haben es wert als. Also, merci, Mana, ohne Scheiß. Erstmal in Kreiburg. Gehen wir weiter Gas für den Johann. Alter, das ist ein Original im Glas als Ringsburger. Das ist eine Ehrensache. Das ist eine Version, die kenne ich noch nicht. Ohne Scheiß, die kenne ich echt noch nicht. Merci, Alter. Ja, immer gerne. Kruzifix, oder? Alter. Bist du Depper, Alter? Wäre mir eine Ehre. Ja, wegen so Männer wie dir muss ich einfach weitermachen. Ohne Scheiß. Ich denke mir immer, wir schauen dir die Scheiße überhaupt nur von mir. Ja, aber wir schauen so ein. Okay. Ich echt eine Kamera kaufen, damit ich mir ein finanzielles Commitment für
gesagt, dass ich die Scheiße jetzt eigentlich abfülle. Nein. Danke, Alter. Der Typ ist crazy, Alter. Der bringt einfach Stativ mit. Jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Jetzt muss ich YouTube weitermachen. Ja, weg. Ich guck auf den Mama Schuhe, Alter. Danke, Alter. Next level, Alter. Okay, check yourself.